Hi Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video und damit zu einem neuen Thema. Wie ich darauf gekommen bin, TikTok ist meine Inspiration gewesen. Ich habe nämlich ein TikTok-Video gesehen. In diesem TikTok ging es genau um diesen Titel, den ihr gerade lesen könnt. Ich wollte es mir nicht nehmen lassen, ich wollte darüber ein Video machen, weil ich dachte, es scheint immer noch ein Gesprächsthema zu sein. Komm, ich erzähle euch mal so ein bisschen was. Erinnert euch noch an die Einstellung von Instagram damals, als man sehen konnte, wer aus deiner Freundesliste welches Bild geliked hat? Ja, das hat dem einen oder anderen vielleicht schon Stress eingebracht. Ich meine, heutzutage haben sie diese Einstellung nicht mehr. Wer von euch war schon mal in der Situation? Er liked ein Bild einer anderen Frau. Und was trägt sie auf dem Bild? Am besten Dessous oder ein Hauch von nichts. Sucht es euch aus. Ist es dann in der Situation angebracht, wenn du dich als Frau oder seine Freundin verletzt fühlst oder vielleicht sogar Eifersucht verspürst? Du bist sauer und willst ihn konfrontieren und fragst dich gleichzeitig, weil dir Selbstzweifel aufkommen, okay, bist du jetzt berechtigt, ihn damit zu konfrontieren? Machst du nicht doch vielleicht einen Film? Schiebst du nicht doch vielleicht einen Film? Selbst wenn du dich dazu entscheidest, in diesem Moment die Klappe zu halten und es runterschlucken, hast du trotzdem noch dieses unruhige Gefühl in dir, dass das nicht in Ordnung war. Das Gefühl, es ist nicht angebracht, das Bild einer anderen Frau zu liken. Über die Jahre hinweg, seitdem es Instagram gibt, beziehungsweise das erste Mal zu nutzen gab, ist mir aufgefallen, nicht nur, dass Social Media unser Alltag ist, sondern dass wir in Richtung Hypersexualisierung desensibilisiert worden sind und wir mit solchen Likes einfach, wie verteilen sie wie Bonbons, sagen wir es so. Trotzdem frage ich mich, egal was für ein Content du auf Instagram findest, ist es als Partner angebracht, das Bild einer anderen Frau zu liken? Und die Frage jetzt mal unabhängig davon, ob dein Mann oder dein Freund sich jetzt erst kürzlich mit dir in einer Beziehung befindet oder schon jahrelang mit dir in einer Beziehung ist. Ich war damals 21, steckte fest in einer Beziehung und ich erinnere mich so gut an das Gefühl, dieses Gefühl, das mir mein Ex-Partner gegeben hat, und zwar, er hat mich angeschaut, als wäre ich verrückt, weil ich hervorgebracht habe, dass ich so ein Verhalten nicht in Ordnung finde, wenn sich ein Mann in einer Beziehung befindet. Und ich sage es euch, ich habe dieses Problem damals nicht nur bei mir gesehen, sondern auch, wenn ich mich in meinem Umfeld umgeschaut habe, dass das anscheinend ein Thema ist und sogar noch bis heute ein Thema ist. Ich konnte beobachten, dass es bei Männern einige Standardargumente gibt, die sie dann gerne nutzen, die ich auch von Freunden gehört habe, die genutzt werden, um eben das Verhalten zu rechtfertigen, wenn man das Bild einer fremden Frau im Internet liked. Ich like immer alles, was ich sehe. Ist es verboten, das Bild einer anderen Frau zu liken? Aber ich kenne sie doch gar nicht. Wir sind uns fremd. Willst du jetzt kontrollieren, was ich like und was nicht? All diese Antworten haben eine Sache gemeinsam, und zwar, dass es dir zeigen sollte, dass dein Mann oder dein Freund nicht in der Lage ist, Empathie zu zeigen. Bei ihm kommt irgendwie gar nichts an. Wenn man das Gefühl hat, in einer Beziehung zu stecken und wenn der Partner etwas macht, was man für unangebracht oder unangemessen hält, dann darf man das auch äußern. Dabei stellen sich einige vielleicht die Frage, okay, wann ist aber jetzt der richtige Zeitpunkt, um etwas zu sagen? Ich sage es euch, es kommt drauf an, nicht jedes Bild ist problematisch. Sagen wir mal, man sieht ein Backvideo von einer Frau, größtenteils sind da Zutaten auf der Arbeitsfläche verteilt und ihr Gesicht sieht man halt auch auf dem Bild. Ist das jetzt ein Problem? Siehst du darin irgendwas problematisch? Ich würde eher sagen, nein. Oder wenn man irgendwie angezogen ein Bild vor dem Eiffelturm macht, ist das problematisch? Ich denke nicht. Ich denke schon, dass es einleuchtend ist, worauf ich eigentlich hinaus will. Wenn er Bilder von Frauen in Bikinis liked oder in Dessous oder in anzüglichen Posen. Da ist aber wieder die Frage, okay, was findest du als Individuum als zu anzüglich? Das kann halt nur individuell und subjektiv bewertet werden. Das heißt aber nicht, nur weil ich jetzt zum Beispiel als Frau das Bild nicht sexuell finde, du aber als Frau das Bild sexuell findest, dass er deine Meinung nicht ernst nehmen sollte. Nehmen wir mal ein Beispiel. Stellt euch vor, dieses Bild hier von mir in einem Bikini mit meinem Oma-Schlüpfi sogar. Findet man das sexy? Ich persönlich würde eher sagen, nein. Es ist ein normales Foto am Strand, wo es in erster Linie irgendwie nicht wirklich darum geht, sich in einer anzüglichen Pose zu zeigen. Das, was ich jetzt sage, ist sehr provokant, aber es gibt Bilder im Internet, das kann man nicht leugnen, die speziell dafür gemacht werden, um die männliche Aufmerksamkeit zu erlangen. Wenn er dann solche Bilder liked, finde ich, dass eine Grenze überschritten worden ist.
Und das darfst du klar machen. Ich finde, es ist respektlos, einer fremden Frau, nun ist, sie muss auch nicht mal fremd sein, kann sie auch kennen, diese Art von Aufmerksamkeit zu schenken. Macht man nicht. Und ich weiß, in dem Moment, wenn man das Gefühl von Wut empfindet, dass es leichter ist, den Partner dann mit Vorwürfen zu konfrontieren, was ich ehrlich gesagt nicht raten kann, sondern eher ruhig, gelassen und einfach nur von deinem Standpunkt aus erzählen. Und zwar, wie du dich fühlst, wenn du siehst, dass dein Partner Bilder im Internet von anderen Frauen liked. Was er machen kann, wenn du ihm deine Gefühle geäußert hast, er kann sich dafür entscheiden, es nicht mehr zu tun, die Bilder nicht mehr zu liken und darauf zu achten und vielleicht sein Verhalten nochmal im Internet, was er konsumiert, zu überdenken. Wir dürfen nicht vergessen, dass dein Partner immer noch jemand ist, der seine eigenen Entscheidungen treffen kann. Das heißt nicht, dass du ihn zwingen musst, sondern du lässt ihm die Option. Sollte er das, was du gesagt hast, vollständig ablehnen, dann denke ich, dass es an der Zeit ist, die Beziehung nochmal neu zu bewerten. Du darfst Ansprüche haben und du musst sie nicht senken, für niemanden. Und wer jetzt vielleicht um die Ecke kommt und sagt, ach, das machen doch alle Männer, glaub mir, es gibt auf jeden Fall Männer, die es nicht tun, wenn sie in einer Beziehung sind. Selbst wenn es so sein sollte, dass die Mehrheit der Männer so sein sollte, heißt es trotzdem, dass ich dann meine Standards senken müsste? Nein. Wenn ich euch kurz von meinen Erfahrungen erzählen darf, als ich noch Anfang 20 war und so traurig zur Arbeit ging, weil es anzügliche Bilder waren, die mein Ex-Partner geliked hatte, hatte das meine Ex-Chefin gesehen, die damals ungefähr so Ende 20, Anfang 30 knapp. Damals hatte sie mir gesagt, ich soll darauf einen Scheiß geben, weil es ist doch nur ein Bild. Erstens hat sie das gesagt, was ich heute vermute, weil sie selbst aus einer nicht ganz so stabilen Beziehung kam und vieles mit sich machen lassen hat. Ich muss einmal betonen, sie war übelst gechillt drauf. Das war wirklich meine Lieblingschefin. Aber rückblickend betrachtet, denke ich trotzdem, dass die Denkweise von ihr nicht richtig war. Obwohl mir gesagt worden ist, okay, bleib mal entspannt, bleib gechillt, das ist ein Bild und erkennt sie nicht, macht es das nicht weniger schlimm. Es heißt ja nicht, nur weil das für dich im Internet eine fremde Person ist, dass diese Person imaginär ist. Ich meine, der Punkt ist ja beim Liken eines Bildes, dass es dir gefällt. Punkt. Wenn dein Mann oder dein Freund sich richtig verhalten würde, dann würde er auf deine Wünsche eingehen und das unterlassen. Würde ihn das in irgendeiner Art und Weise negativ beeinflussen, wenn du sagst, nee, mach das nicht mehr? Inwiefern beeinflusst das sein Leben negativ? Richtig, gar nicht. Was ich gerne noch hinzufügen möchte, ist, dass jeder mit einer Situation anders umgeht. Ich teile meine persönliche Meinung mit. Es gibt wahrscheinlich einige von euch, denen das vielleicht auch egal ist. Ich persönlich halte es für sehr unangemessen. Es kommt wirklich auf das Bild an. Wenn es anzügliche Bilder sind, absolut nicht. Es gibt Paare, die, was das angeht, halt sehr, sehr locker ansehen. Ich zum Beispiel sehe andere Dinge locker. Deswegen muss man das halt immer selber abwägen. So, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Und wir sehen uns ganz bald wieder zu meinem nächsten Video. Ciao!